Are you ready? Seid ihr bereit? If you are ready, we're going to fly along. Dann können wir starten. Get your seat belt well tightened. Bitte okay. Schnallen Sie sich gut an. And the cabin crew, get ready, okay, all right. Und die Praise Crew, God. Mache sich bitte bereit. Praise God. It is a great story. Es ist eine großartige Geschichte. For man to leave this world, thank you. And follow Jesus Christ. It's a great story. Wenn der Mensch Jesus folgt. Amen. Praise God. Preis sei Gott. I have a glorious topic today. Ich habe heute ein herrliches Thema. Amen. Is anyone here that wants to be alive? Möchte jemand hier lebendig sein? Okay. Praise God. Preis sei Gott. So, how can this guy ask this kind of questions? Wie kann der so eine Frage stellen? All right. I titled my message today "How to Live and Not Die." Ich habe meine Botschaft heute übertitelt mit "Wie man lebt und nicht stirbt." Praise God. Preis sei Gott. I tell you, if there's a tablet, if I say there's a tablet here. Someone, you go. If you take this tablet, you will live, and you will not die. I tell you, it's a million people will sell everything to buy that tablet. Wenn es eine Tablette gäbe, die man nehmen könnte, und dann würde man leben und nicht sterben, dann würden viele Menschen diese Tablette kaufen wollen. I tell you, I'm just telling you the truth. Ich sage euch die Wahrheit. Millionaires. Millionäre they will buy a lot of people. Würden viele was? They will buy a lot of people. Viele Leute kaufen? Exactly. Because you want to get money from them to buy life. Denn so, du willst Geld von ihnen haben, damit sie diese Lebenstablette kaufen. So you can now serve all your life with the millionaire so long as you will not die. Dann gehörst du dein Leben lang den Millionären, aber du stirbst nicht. But do you know you can live and not die? Aber weißt du, dass du leben kannst und nicht sterben wirst? So if you say yes, do you know how? Und wenn du ja geantwortet hast, weißt du wie? How? Wie? How? Wie? What? You thought? Ich dachte, wir haben schon diese Tablette, das ewige Leben in uns. We have the tablet. Well, a lot of Christians are dying every evening. Wir haben die Tablette, aber viele Christen sterben trotzdem. Yeah. Where is the tablet? Wo ist die Tablette? Amen. Amen. Now you understand why God Almighty said, "My people die for lack." Versteht, warum Gott sagt, mein Volk kommt aus Mangel an Erkenntnis. See, a Christian is not supposed to die. Do you understand? Wisst ihr, ein Christ sollte nicht sterben. Versteht ihr? See, there will be a time you say, in fact, I've done everything I need to do. I can sleep. Not that death just come and snatched you. No, it's not possible. Du kannst an den Punkt kommen, wo du sagst am Ende deines Lebens, jetzt habe ich alles erfüllt, wozu ich hier war und ich lege mich jetzt hin und schlafe friedlich ein. Und nicht, dass der Tod dich wegholt. Nobody knows, anything can happen anytime. For you, not me. Praise God. Manche Leute sagen, ja, keiner weiß das, jederzeit kann irgendwas passieren, aber nicht bei mir. Paul was negotiating his own death. Say, what is better? Paulus diskutierte über seinen eigenen Tod und sagte, ich weiß aber nicht, was besser ist. To stay, sollte ich bleiben, is gain for you. Dann ist es euch zum Gewinn. For me to go, zu gehen, is gain for me. Abzuscheiden ist Gewinn. And he said, you know what, I'll stay. Aber wisst ihr was, ich bleibe lieber, so that I can impart you. Damit ich euch etwas mitgeben kann. Amen. Amen. And after some time, nach einiger Zeit, he said, "I have
fought a good fight. Er sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft. I have finished my course. Ich habe den Lauf vollendet. He said, no, I'm ready. Jetzt bin ich bereit. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sage? Praise God. Preis sei Gott. See, the reason why I don't want to open the scripture is because if I open it, I would definitely say something. So it's better I don't open it. Praise God. Der Grund, warum ich jetzt die Bibel noch nicht aufschlage, ist, weil ich dann dazu noch mehr sage. If you're asking if this is possible, yes. Wenn du fragst, ist das möglich? Die Antwort ist ja. There is a way to live and not die. Es gibt einen Weg, wie man lebt und nicht stirbt. Remember my message last night. I don't know what you still remember. How to be untouchable. Do you still remember anything? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meine Botschaft erinnert, wie man unantastbar bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas davon mitgenommen habt. Someone said, Pastor, you preach a lot that I don't know which one to lay hand on. It's because you are not meditating on any of them. That's all. Viele sagen, ach Pastor, du predigst doch so viel, da weiß ich gar nicht, was ich mitnehmen soll. Das ist, weil du darüber nicht nachdenkst. You don't at all. Nicht nachsinnst. If you do, you remember. Wenn du darüber nachsinnen würdest, würdest du dich auch an etwas erinnern. If I share 500 to everyone, 500 euros, I don't need me. So everyone, you tell me you will forget. The next month I share one that you will remember the date and time and the hour. You remember. Wenn ich jedem hier 500 Euro aushändigen würde und dann den nächsten Sonntag 1000 Euro, ihr würdet euch immer an Datum und Ort und Zeit alles erinnern. You will not forget. Das würdet ihr nicht vergessen. Amen. Amen. Praise God. Preis sei Gott. How to become untouchable. Wie man unantastbar wird. And that's what I want to share with you, how to live and not die. Und ich will euch sagen, wie man lebt und nicht stirbt. In the book of Hebrews in chapter number 11 verse 6. In Hebräer 11 Vers 6. You know what the scripture says? Wisst ihr, was die Bibel dort sagt? It is impossible to please God without faith. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. I tell you, faith will keep you alive. Ich sage euch, Glaube wird euch am Leben erhalten. You will survive wherever you are thrown into. Ihr werdet überleben, alles überleben, in das ihr hineingeworfen werdet. See, you don't know what faith is. Ihr wisst gar nicht, was Glauben ist. If you really understand faith, wenn ihr wirklich Glauben versteht, you will laugh at devils. Dann lacht ihr über Dämonen. Amen. Amen. Faith. Glauben. Faith. Glauben. Praise God. Preis sei Gott. Ah, praise God. Preis sei Gott. Let us see this scripture, okay? Lasst uns diese Bibelstelle anschauen. I believe this scripture will help you so much. Ich glaube, das würde euch helfen. And make you understand what faith is. Und euch verstehen lassen, was Glaube ist. Faith. Glaube. No, there are different kind of faith, mental faith. You understand? Es gibt verschiedene Arten von Glauben. I believe. Ich glaube, Lord. Ich glaube. Herr, ich glaube. Lord. Herr. I believe. Ich glaube, I believe. This person that is singing, I believe. Diese Person, die singt, ich glaube. One letter. Ein Brief. That's it. Genügt. The whole faith will make. Und der ganze Glaube macht. I believe. Ich glaube. He will not remember and say, Father, what have I done? Er erinnert sich gar nicht an das Lied, sondern sagt, Vater, was habe ich nur getan? I think they say if we pay tithe. Die haben doch gesagt, wenn man so einen Zehnten gibt, dann. I'm paying tithe. Ich gebe doch Zehnten. Praise God. Preis sei Gott. I want to ask a question, please, before we read the scripture. Bevor wir die Bibelstelle lesen, möchte ich noch eine Frage stellen. Do you really believe Bible? Don't raise your hand up because I may say something you won't like. Glaubt ihr wirklich an die Bibel? Hebt eure Hand nur, wenn ihr wirklich glaubt
No. I said, don't raise it, because also hebt eure Hände nicht. I could say something that will offend you. Denn ich sage vielleicht etwas, was euch Anstoß bereitet. So put it down, please. Also nehmt eure Hände runter. Answer it in your heart. Und gebt die Antwort nur in eurem Herzen. Do you really believe the Bible? Glaubt ihr wirklich der Bibel? This is the problem in the body of Christ. Das ist das Problem im Leib Christi. They don't believe what they claim to believe. Sie glauben nicht, was sie behaupten, dass sie glauben. Praise God. Preis sei Gott. See, we will be bundle of fools to come here for what we don't believe. Why do that? Wir wären ein Haufen von Narren, wenn wir nicht das glauben, was wir tun, was wir lesen. You know, that is to come to this place. Hierher zu kommen. For nothing. Ohne Grund. Für nichts. And if you are coming to this place because you want to fellowship with God, who said where two or three are gathered together, I am in their midst, then there must be something inside that will keep you flying. There must be something inside. Und wenn du hierher kommst, weil du glaubst, dass es stimmt, dass wo zwei oder drei versammelt sind in Gottes Namen, dass er da mitten unter ihnen ist, dann muss da in dir etwas sein. No, if there is God, wenn es Gott gibt, I want to know him. Dann will ich ihn kennen. If he does not exist, wenn er nicht existiert, I won't be here. Dann verschwende ich hier nicht meine Zeit. Just go because everybody's going? No, nur hierher kommen, weil alle hierher kommen? Nein. Nee. If he exists, wenn er existiert, I want to see it. Will ich das sehen. Praise God. Preis sei Gott. Do you understand me? Versteht ihr? No, you're not provoking God. Prove if he exists. Nein, ihr provoziert Gott damit nicht. Beweist, dass es ihn gibt. Not playing religion. Nicht nur Religion spielen. I believe. Look at Christians. Ich glaube. Schau dir die Christen an. They don't believe what they claim to believe. They don't. Sie glauben nicht, was sie behaupten zu glauben. That someone is raised from there, they say, is there a proof? Wenn jemand von den Toten auferweckt wird, dann sagen sie, gibt es einen Beweis? You know, someone say, you know, if there is a proof, it will help people to believe. Nonsense. Jesus didn't do that. Sie sagen, wenn es einen Beweis gibt, dann hilft es Leuten, das zu glauben. Aber Jesus hat das auch nicht getan. Take God's word. It's enough proof. Wenn du Gottes Wort nimmst, ist es genug Beweis. It will begin to work. Und es wird wirken. The people that killed Jesus, they're still waiting for Messiah to come. Die Leute, die Jesus umgebracht haben, warten noch immer darauf, dass der Messias kommt. Did you hear that Jesus rose from the dead? He was flying over Jerusalem and went to Pilate and asked him. Pilate, say the last prayer. Because did he do that? Was? No. He didn't. Jesus didn't fly over Jerusalem. Jesus ist nicht über Jerusalem geflogen. When he rose from the dead, als er von den Toten auferstanden war, and went to Pilate, und ist zu Pilatus hin, and said, Pilate, und sagte Pilatus, now say the last prayer. Jetzt sprich dein letztes Gebet. I'm risen, okay? Ich bin auferstanden, okay? Did he? Hat er das gemacht? No. Nein. Praise God. Preis sei Gott. Praise God. Preis sei Gott. I want to ask you a question again. Do you really believe Bible? Ich möchte euch nochmal fragen, glaubt ihr wirklich der Bibel? If this is one thing you go home with today, wenn das eine ist, womit ihr nach Hause geht heute, your life will change. Wird euer Leben verändert werden. Listen to me. Hör zu. I watched death. Ich habe den Tod gesehen. Stare before my face. Wie er vor meinem Gesicht stand, Angesicht stand. Praise God. Preis sei Gott. And I told the devil, und ich sagte dem Teufel, this thing I preach, this word, das Wort, das ich predige, is real. Ist real. Amen. Amen. And if it's not working, und wenn es nicht funktioniert, why deceive people? Why? Warum sollte man die Menschen täuschen? The word works. Das Wort funktioniert. And if you know this, und wenn du das weißt, no matter where you are thrown into, you will come out. Egal, wo du hineingeworfen wirst, du wirst wieder herauskommen. Amen. Amen. That's why I say I am unkillable. You can't kill me.
sage ich, ich bin untötbar. Praise God. Man kann mich nicht umbringen. Amen. Amen. Because I will come out of that situation. Denn ich werde aus dieser Situation herauskommen. You still looking at for me inside the pit. I'm already on the throne. Du schaust mich noch an in der Grube, aber ich bin schon auf dem Thron. Say amen. Sag Amen. We have the word. Wir haben das Wort. Amen. Amen. Have you ever heard about a king? Habt ihr schon mal von einem König gehört? God Almighty sent a prophet to him and told him, prepare your house. Put your house in order because you will die and not do what? Live. God said it. Gott schickte einen Propheten zu dem König und sagte, ließ ihm ausrichten, bring dein Haus in Ordnung, denn du wirst sterben. Do you know that guy refused to die? Wisst ihr, dass dieser König sich weigerte zu sterben? It's in the Bible. Das ist in der Bibel. The king said no. Der König sagte nein. No. How did that happen? Wie ist das passiert? We're going to read it. Wir werden es lesen. So that you know you can live and not do what? Die. Damit du weißt, du kannst leben und nicht sterben. Praise God. And I want to show you how to live and not die. Ich will euch zeigen, wie man lebt und nicht stirbt. And that is taking God's word and raising it higher over feelings, over reports, over situation and circumstances. If God says I'm healed, case closed. Und zwar, indem man das Wort Gottes nimmt und es höher hebt als jeden Report und jeden Umstand und sich darauf stellt, wenn Gott sagt, dass es so ist, dann ist die Sache erledigt. Amen. See, you know, all of us now, if everyone should be extrayed to know what you're going through, I tell you, there are some stories you hear, your body will begin to shake. Wenn wir alle gewass werden? If we should extray everyone to know what each person is going through. Extray. Wenn wir alle geröntgt werden. Exactly. Man sieht, wo wir durchgehen. Exactly. I don't mean scientific x-ray, okay? We're talking about spiritual x-ray. You see what is going inside the person's inside. Wenn man das Innere der Leute sehen würde. There are people who, they don't know, how am I going to survive this month? Einige Leute fragen sich, wie kann ich diesen Monat überleben? Then as people, fear of their future is hooking them. News that the doctor gave them, you know, you understand? Einige Leute sind voller Furcht wegen der Nachricht, die der Arzt ihnen gesagt hat. It does not matter what that is. Egal was das ist. You will come out if you take God's word and put in your heart. Wenn du das Wort Gottes in dein Herz aufnimmst, wirst du rauskommen. Amen. Amen. I have come to where I was in a place where everything was against me. Ich bin an einen Punkt gekommen, wo alles gegen mich war. I have reasons to be depressed, but I depressed depression. Ich hätte Gründe gehabt, deprimiert zu sein, aber ich habe die Depression deprimiert. No, I made a decision that if there is God in heaven, I want to see him. I mean it. Ich hatte eine Entscheidung getroffen, wenn es Gott im Himmel gibt, will ich ihn sehen. Praise God. Preis sei Gott. See, you cry? Du weinst? Oh, the devil is happy. Der Teufel freut sich darüber. No, I refuse to cry for nonsense. Ich weigere mich zu weinen wegen Unsinn. You know what? You know what? Wisst ihr was? I came out. Ich bin herausgekommen. And I'm thriving. Und es geht mir gut. And it's going higher. Und ich gehe höher. Praise God. Preis sei Gott. Give him praise. I'm telling you. I want to read this scripture for you to know that you can live and not die. Ihr sollt wissen, dass ihr leben könnt und nicht sterben müsst. You can prosper and not fail. Du kannst, es kann dir wohl ergehen und du musst nicht scheitern. You can have the family you dreamt of. You can. Du kannst die Familie haben, von der du geträumt hast. You can be healed regardless of doctor's report. Du kannst geheilt werden, egal was die Diagnose des Arztes ist. Now let's see 2 Kings chapter 20 and we'll read from verse 1 to 6. Lasst uns aufschlagen
sagen 2. Könige 20 von Vers 1 bis 6. See, God, you know what God said? He said, I didn't call Israel to serve me in vain. Gott sagte, ich habe Israel nicht gerufen, dass sie mir umsonst dienen. You think God called you, saved you, send his son Jesus to die so you will continue to suffer? Meinst du, dass Gott dich berufen hat und dich errettet hat und seinen Sohn Jesus für dich gesandt hat, dass er stirbt, damit du dann weiter lebst und leidest? Which God are you talking about? Von welchem Gott redest du da? He said, my people die for lack of knowledge. Er sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. You were disappointed. Du wurdest enttäuscht. Don't stay there. Bleib nicht dort. Rise. Steh auf. Amen. There's more. Es gibt mehr. Don't let discouragement keep you down. Rise. Lass dich nicht durch Enttäuschung runterhalten. He said, do not worry about anything. Steh auf und sorge dich um nichts. About anything. Sorge dich um nichts. You were jilted. Du wurdest jilted lover. You know what I mean? Jilted. Your husband to be your husband, you know, understand, overtook you somehow. You see, it's good I got you today, right? Du wurdest betrogen. And it's your best friend that did that. Und von deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. And you carry pain. Und du hast Schmerzen getragen. You are not right. Dann bist du nicht im Recht. Forget it. Vergiss es. God will give you better than that one. Gott wird dir etwas Besseres geben als das. Amen. Amen. Praise God. Preis sei Gott. See, I don't know you. Do you know who God is? You know who God is? Weißt du, wer Gott ist? If you know him, you wouldn't live this way. Wenn du ihn kennen würdest, würdest du so nicht leben. Remembering something that happened yesterday. Wenn du daran denkst, was gestern geschehen ist, forget it. Vergiss es. There's more. Es gibt mehr. Amen. Amen. It's in God. In Gott. The more you look, je mehr du schaust, the more you see. Desto mehr wirst du sehen. In the world. Im Wort. In the world. In der Welt. The more you look, je mehr du schaust, the less you see. Desto weniger siehst in du. In God. In Gott. It's oh. Oh. Oh, you know, you see more. That's du entdeckst God. Immer mehr in Gott. I have never seen that God send a prophet to a man. Ich habe noch nie gesehen, dass Gott einen Propheten zu einem Mann sandte. And tell him, prepare your house, and the man said, "Me, I'm not dying." Und sagte, bring dein Haus in Ordnung. Und der König sagte, nein, ich werde nicht sterben. Faith will make you to live and not die. Here. Glauben wird dich dahin bringen, dass du lebst und nicht stirbst. The Bible says in those days Hezekiah, from verse 1, in those days Hezekiah was sick unto death. Unto what? So, and the prophet Isaiah said unto, and the prophet Isaiah, the son of Amos, came to him and said unto him, Thus says Isaiah, is that what he said? Thus says who? The Lord. Set your house in order, for thou shalt die. And not leave. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. If you are eating in the morning, maybe it's your best food. And I call you on phone and say, boy, guy, I had a vision. And in this vision, a voice told me that you would die. Will you eat again? Stell dir vor, du sitzt am Frühstückstisch und isst dein schönes Frühstück und ich rufe dich an und sage, hey, ich hatte eine Vision, du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wird dir das Frühstück im Hals stecken bleiben. Even though you eat während du isst. So, I'm sorry, I'm confusing you today, but it's good for you. Right, so we read verse 2. Then he turned his face to the world and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before you in truth and with a perfect heart and have done that which is good in your sight. And Hezekiah wept sore. So he's telling God, in fact, die now, it's not possible. I know.
You change this snow. Change it. Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. Und er sprach, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. You know what gave him strength? Weißt du, was ihm Kraft gab? Faith. Glaube. Amen. Amen. The Bible says, the just shall live by his faith. Not just by faith, by his faith. Die Bibel sagt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Amen. No, the guy refused to die. He discussed with God. Er diskutierte mit Gott und weigerte sich zu sterben. See, I'm not dying. Er sagte, ich werde nicht sterben. And it came to pass, before Isaiah could go out of the middle of the court, that the word of the Lord came to him saying, turn again. Who? If you say, did I hear well? God said, turn again, go back and tell him, I've heard your prayer, and I'm adding 15 more years to your life. Do you understand? Someone had death sentence, and you're getting 15 more years. Man, you are cheap stuff. Praise God. Und es geschah, Jesaja war noch nicht aus der inneren Stadt hinausgegangen, da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Kehre um. Stell dir vor, du hast gerade das Wort gegeben und dann sagt Gott, kehre um und dann bekommt der Hiskia noch 15 weitere Jahre. Amen. Not 15 days. Nicht 15 Tage. Not 15 months. It's good. Nicht 15 Monate wäre auch gut. No, but this is 15 years. 15 Jahre. The guy changed death sentence. Der hat sein Todesurteil abgewandt. Faith. Durch Glauben. Is the key. Glaube ist der Schlüssel. The doctor said no more hope. Der Arzt hat gesagt, keine Hoffnung mehr. God says hope, life. Aber Gott sagt Hoffnung, Leben. Amen. Amen. There's a testimony you go here in months, okay, in some months. Es gibt ein Zeugnis. Okay. You're going to hear it. Call it maybe in few months about 5-6 months. Das wirst du in etwa 5-6 Monaten hier hören. It's a lady that I've sought for babies. Es gibt eine Frau, die she wanna have kids. Die gerne Kinder haben möchte. Man. Medically. Medizinisch? It's not possible. Unmöglich. Praise God. This lady came to me 2018. Diese Frau kam 2018 zu mir. Listen to me. Hör mir zu. She told me. Sie sagte mir. My dream is to have kids and I won't have twins. Sie sagte, mein Traum ist Kinder zu haben und ich möchte gern Zwillinge haben. So I've been married for years. Ich bin schon jahrelang verheiratet. I have no kids. Und wir haben noch keine Kinder. I said, I'm going to pray with you. Und ich sagte, ich werde mit dir beten. And we prayed the prayer of agreement. Und wir haben in Übereinstimmung gebetet. And she told me, und sie sagte mir, I want a boy and a girl. Ich möchte einen Jungen und ein Mädchen. And we agreed. Und wir sind übereingekommen. We prayed. Haben gebetet. You know what? Und wisst ihr was? She took step of faith. Sie ist einen Schritt des Glaubens gegangen. Bought baby's wares. Hat Babysachen gekauft. And I told her, und ich sagte ihr, from my side, von meiner Seite settled. Ist die Sache erledigt. You keep your side. Und du bleib fest. And she did. Und das hat sie getan. Before the glory and majesty of God. Vor der Herrlichkeit und Majestät Gottes. This infallible creator. Vor diesem unfehlbaren Schöpfer will ich euch allen sagen, diese Frau ist schwanger mit Zwillingen, Junge und Mädchen. Diese Frau ist eine Frau des Glaubens. Preis sei Gott. Even when doctor said, I'm not taking it. Selbst als der Arzt sagte, es geht nicht, hat sie gesagt, das nehme ich nicht an. Amen. Amen. Faith will make you live and not die.
Glaube wird machen, dass du lebst und nicht stirbst. Listen, how will these Hebrew kids, younger Shadrach, Meshach, and Abednego, they saw this well of fire and they still confess that God is able to deliver them? Wie konnten diese jungen hebräischen Männer, Shadrach, Meshach und Abednego, angesichts des Feuers sagen, unser Gott, er kann uns retten, wenn er will. Das ist Glauben. Amen. Amen. And you know what? Und wisst ihr was? They were thrown in. Sie wurden hineingeworfen. Today some Christians will tell you, you know what? Einige Christen würden heute sagen, see, God will understand. Wisst ihr, Gott wird schon verstehen. No, cool it. Ganz ruhig bleiben. They said, King, nobody argues with King. Nobody does that. Sie sagten, niemand widersetzt sich dem König. But they say, King, live forever. We respect you. Aber sie sagten, König, lebe für immer, wir respektieren dich. But I want to say to you, King, aber wir sagen dir, König, our God is able, unser Gott ist in der Lage, to deliver us, uns zu erretten. And he will deliver us from your hand, oh King. Und er wird uns aus deiner Hand retten, König. But if he choose not to, aber selbst wenn er das nicht tut, we will not bow to your image, werden wir uns nicht vor deinem Abbild beugen. Were thrown into the burning furnace. Und sie wurden in den brennenden Feuerofen geworfen. But God was there before they came in. Aber Gott war schon da, bevor sie reinkamen. That was the first time mortals walked through fire untouched, unburned, unhurt. Und das war das erste Mal, dass sterbliche Menschen durchs Feuer gehen und nicht verbrannt wurden. Faith will bring you out of any situation. Glaube wird dich durch jede Situation durchbringen. Faith in God. Glaube an Gott. It does not matter what the news is. Egal, was die Nachricht ist. With God, mit Gott you will come out. Wirst du rauskommen. Amen. Amen. You will. Wirst du. Praise God. Preis sei Gott. This is how to enter anywhere and come out untouched. So kann man überall hindurchgehen und unangetastet herauskommen. A lot of people have sold their dreams. Viele Leute haben ihre Träume aufgegeben. Because of situation and circumstances. Wegen der Umstände. They changed. Sie haben es verändert. No, I don't do that. Aber das tue ich nicht. Praise God. Preis sei Gott. Amen. Amen. No, I don't. Das mache ich nicht. God's word is God's word. Gottes Wort ist Gottes you know Wort. What that lady said? Wisst ihr, was diese Frau sagte? She said, Pastor, I took something from you. Sie sagte, Pastor, ich habe etwas von dir gelernt. She heard my testimony. Sie hat mein Zeugnis gehört. When I wanted to come to this place, als ich hierher kommen wollte nach Deutschland, humanly, menschlich impossible. War es unmöglich. But I believe God. Aber ich habe Gott geglaubt. Amen. I believed him. Ich glaubte ihm. And I prayed. Und ich habe gebetet. And people wanted to discourage me. Und Leute wollten mich entmutigen. I told you of my uncle. Ich habe euch von meinem Onkel erzählt. When an uncle helps you and he tells you something, you have to do what your uncle says. Wenn der Onkel dich unterstützt und dir dann sagt, was du machen sollst, dann musst du eigentlich tun, was er sagt. And he told me, you know that in our place they say that they bury a man with his dreams. I said, not this one. Und er sagte zu mir, weißt du, bei uns sagt man, ein Mann wird begraben mit seinen Träumen. Aber ich habe gesagt, nein, aber nicht ich. You think I started talking faith here? Dachtet ihr, ich habe erst hier angefangen, im Glauben zu reden? Das ist schon lange her, dass ich das angefangen habe. And after the devil sent my uncle, the next person was the one close to me, my nephew. Nachdem der Teufel meinen Onkel gesandt hatte, hat er den nächsten gesandt, meinen Neffe, der mir nahe stand. I brought him to Christ. Ich habe ihn zu Christus geführt. And he came to preach to me. Und er kam, um zu mir zu predigen. Er sagte, ja, weißt du, vielleicht ist es nicht der Wille Gottes, aber ich habe ihn weggeschickt. Ich habe gesagt, Tony, wenn das nicht geschieht, wenn ich Jesus treffe, werde ich ihm sagen, ich habe dir geglaubt und du hast es nicht getan. Ich sage dir, meine
Meine Klamotten wussten sogar, dass ich Glauben habe. And nobody was going to talk me out. Und niemand konnte mir das ausreden. Ihr hättet mich sonst nicht kennengelernt und ich euch nicht. Faith in God's word made it possible. Glaube an Gottes Wort hat es möglich gemacht. You have dreams. Du hast Träume. You giving them all because nothing is happening. Und du hast sie aufgegeben, weil nichts geschieht? You don't know God. Dann kennst du Gott nicht. Praise God. Preis sei Gott. Do you know who God is? Weißt du überhaupt, wer Gott ist? How will a man just stand and say, and spoke to the sun and the moon and say, stand still? Wie? And they stood. Wie kann ein Mann zu Sonne und Mond sprechen, dass sie stillstehen sollen? Das steht in der Bibel. Was he talking to a different God? Hat er von einem anderen Gott gesprochen? Amen. Now, I want you to think very well. Do you understand what I'm saying? Dass ihr richtig darüber nachdenkt. Son, he has never heard it anywhere. Er hat es nie zuvor irgendwo von jemandem gehört. The globe stood still. Der Globus stand still. At the voice of a man. Auf die Stimme eines Mannes hin. My goodness. Meine Güte. Do you understand what I'm talking about? Versteht ihr, was ich sage? It was faith that brought a man out of lion's den. Es war Glaube, der einen Menschen aus der Löwengrube hervorholte. Amen. He was supposed to change his pattern of prayers because of the new rule. He said, not me. Er sollte nicht mehr anbeten wegen eines neuen Gesetzes und er hat gesagt, nein, ich nicht. Praise God. Preis sei Gott. He went inside the lion's den. Er wurde in die Löwengrube geworfen. Alive. Lebendig. And came out alive. Und kam wieder heraus, lebendig. Give Jesus praise. Preis Jesus. Understanding. See, we serving a God of miracle. Do you believe that? Wir dienen einem Gott, der Wunder tut. Glaubt ihr das wirklich? God made your whole body because doctor told you something. Your body, you're shaking like quaking like quaka oat. Gott hat deinen ganzen Körper geschaffen und dann sagt dir der Arzt etwas und dein Körper fängt an zu zittern wie Espenlaub. Wie was? Wie Espenlaub. What do you say? Du zitterst wie Espenlaub, sagen wir auf Deutsch. Okay. Nicht wie Haferflocken. All of you that are laughing, did you understand what she said? Okay. Do you know why they lived, survived those things and didn't die? Wisst ihr, warum sie lebten und diese Dinge überlebt haben? Trust in God's infallible word. Weil sie auf Gottes unfehlbares Wort vertrauten. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, vor einigen Tagen war etwas geschehen. It was Valentina. She asked me a question. Valentina hatte mir eine Frage gestellt. So I explained to her through the word of God and I showed her from the Bible. Und ich habe ihr eine Antwort gegeben und ihr das aus dem Wort Gottes erklärt. After I read that, und nachdem ich das gelesen hatte, he said, no more worry. He said, those things we were talking before, they are already ours. It's made available. I wanted, he said, no. That thing is already there. That's a kiss faith. She took it. Don't tell her any other thing. God has made it available. Sie hat das angenommen mit kindlichem Glauben. Exactly. Because the Bible says the works are already finished from the foundation of the. He said, is it true? He said, I already three times before God I go sagte, die Werke sind schon vollbracht von Anbeginn der Welt, vor Grundlegung der Welt. Amen. That's faith. Das ist Glaube. And for her, und für sie settled. War es damit erledigt. And someone is worrying. Und jemand überlegt, will God do it? Und macht sich Sorgen, wird Gott es wirklich tun? He created your body. If there's a damaged nerves, his power will replace it. Er hat deinen Körper geschaffen und wenn da ein Nerv beschädigt ist, dann kann er ihn ersetzen. The Bible says, "Them that wait upon the Lord shall renew their what."
Die Bibel sagt, die auf den Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Are they going to renew their food or their strength? Werden sie ihre Nahrung erneuern oder werden sie ihre Kraft erneuern? Amen. See, if we know this, wenn wir das wissen, we will live, werden wir leben and we will not die. Und nicht sterben. Praise God. Preis sei Gott. Praise God. Preis sei Gott. They exalted God's word above reason. Sie haben Gottes Wort höher gestellt als den Verstand. Amen. Habakkuk chapter 2 verse 4. Habakkuk 2 Vers 4. The just shall live by faith. Die Gerechten werden durch Glauben by his faith. Leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Unfortunately today many Christians live by what they see. Leider, not by the word. Leider leben heutzutage viele Christen nach dem, was sie sehen und nicht nach dem Wort. They need to hear one word from the doctor, they will forget all the Bible. Sie hören ein Wort one vom word. Arzt und vergessen die ganze Bibel. Go by the side. Do you know what lives in you? The Bible says, if the same spirit that raised Jesus up from the dead lives in you, the same spirit, it will vitalize your mother. Go by the side and say, in the name of Jesus, I kill you. Whatever you are, I cause you to die. You live in my body today. I refuse to let you stay. If you finish saying it, and the devil say, feel it now. Just check. Check it. It's still there, right? Das Wort Gottes sagt, wenn der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch lebt, wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Also gehst du und widerstehst dieser Krankheit oder was auch immer in deinem Körper und dann bist du fertig damit und dann kommt der Teufel und sagt und zwickt dich und sagt, guck mal da. I say, Father, what shall I do again? Und dann sagst du, Vater, was soll ich denn Vater, jetzt machen? What shall I do? Vater, was soll ich jetzt I'm machen? Not a sinner. Ich bin doch kein Sünder. Ich gehe doch in die Kirche. Good. I do good. Ich mache doch gute Sachen. The devil doesn't understand that. Der Teufel versteht das nicht. Praise God. Preis sei Gott. Now, I want you to know, you may be feeling pain. Ich möchte, dass ihr versteht, vielleicht fühlt ihr Schmerzen. That pain is a mirage. Aber dieser Schmerz ist wie eine Fata Morgana. Fata Morgana, yes. I used to call it the Mota Morgana. And the Germans, they laugh at me. Right. Ja. So, it's not real. Aber also, es ist nicht real. Amen. Amen. The Bible says, for we walk by faith. And not by sight. Die Bibel sagt nämlich, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith. 2. Korinther and not by sight. 5 Vers 7. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Amen. You know, when I read this scripture, you know the place that came to my mind? Als ich diese Bibelstelle las, wisst ihr, was mir in den Sinn kam? When pilots are flying. Wenn Piloten fliegen in the night, nachts on the high speed, mit hoher Geschwindigkeit, you know, they are depending on the instrument inside their airplane. Da sind sie abhängig von ihren Radar. Geräten und Anzeigen im Flugzeug. And if this radio detection, you know, that dictates something, if there's danger, if it's no signal, they fly, they don't bother. Also sie achten auf die Anzeige und wenn die nichts meldet, dass irgendwas im Weg ist, dann machen sie sich keine Sorgen. They trust that instrument. Sie vertrauen diesen Anzeigen. Praise God. Preis sei Gott. Now tell me why we can't trust God's word. Even when we see not, we cannot see it. We trust God's word. Sag mir, warum sollten wir nicht Gottes Wort vertrauen, auch wenn wir nichts sehen? Amen. Amen. For we walk by faith. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Amen. Amen. This is how to live and not die. So lebt man und stirbt nicht. This is where I'm going to.
Dahin gehe ich. And nobody will stop me. This is where I'm going to. Dahin gehe ich und niemand kann mich aufhalten. Amen. Amen. Praise God. Preis sei Gott. You are, you mean, do you want to tell me you're serving a living, mighty God? Is that what you said? Willst du mir sagen, du dienst einem lebendigen, mächtigen Gott? And you talk like this? Und so sprichst du? Think like this? Und denkst du? You don't know God. Wenn du nicht so sprichst und denkst, dann kennst du Gott nicht. Amen. Praise God. You all know about my story about my cars. You understand? You know, pastor, they know the car they use. Whether they're stealing or they're not stealing. You know it. Ihr kennt die Geschichten von meinen Autos. Jeder kennt die Geschichten von Pastors Auto. Listen to me. I communicate with my father. I tell him what I want. Ich kommuniziere mit meinem Vater und sage ihm, was ich möchte. And he does it. Und er tut es. Praise God. Preis sei Gott. I started with one red Toyota. Ich bin mit einem roten Toyota habe ich angefangen. If you see it pass on the way, it's like bullet. It's gone. That's how Der war ganz schnell. So after that. Danach I got into golf. Hatte ich einen Golf. And after golf, nach dem Golf, the golf started going to mechanical every week. Der Golf fing an, jede Woche in die Werkstatt zu müssen. And I said, Father, und ich sagte, Vater, I want something better. Ich will etwas Besseres. And my wife said, okay, okay. Und meine Frau sagte, okay, was Let Besseres. Us buy something now. Later Lass your uns dream. I say, my dream jetzt must was come. Kaufen. Und später denn deinen Traum. Aber ich habe gesagt, nee, jetzt mein Traum. And it came. Und es kam. The only problem is that if I see, I'll bind that spirit in Jesus. Anytime I buy a car, some people will leave church. Was meinst du nochmal? If I buy a car, some people will leave church. Ach so, das einzige Problem ist, dass wenn ich ein Auto kaufe, Leute die Gemeinde verlassen. Poor people. Arme Leute. So, Passat came. Da war der Passat da. And then the new dream started coming. Und dann kam der neue Traum. We use two cars, so you know what we use. We have two houses. We have two. You see, two apartments. You know, two apartments. Zwei Wohnungen. Two cars. Und zwei Autos. Because of the ministry. Wegen des Dienstes. Amen. Amen. And I trust the King. Und ich vertraue dem König. To take care of everything. Dass er sich um alles kümmert. So now look at. Driving to Hildesheim every 2 weeks. You understand me? Alle zwei Wochen nach Hildesheim fahren. Am I going to drive with Trabi? Werde ich mit dem Trabi nach Hildesheim fahren? As Brola, if I pass them on the way, they know that something passed. Frag mal, Bruder Ola, yeah. Wenn ich sie überhole, you know, unterwegs, something. Weiß er. They have gone a long time, but when I cross, they know, ooh, the guy sind is, schon losgefahren. Aber wenn ich give them, yeah, you wenn ich sie überhole, dann mache ich Lichthupe. How will I go? Wie sollte ich gehen? If he's president or anything, yeah, you can go with airplane. It's no problem. Wie sollte ich fahren, wenn es ein Präsident wäre? Dann kann er mit Flugzeug fliegen. Now I'm touching you right now. Ja, so, ich kann nicht mehr erfolgen. Exactly. So now. The next one was this new one. I trusted God. Jetzt ging es um das neue Auto und ich habe Gott vertraut. And he helped me. Und er hat mir geholfen. You know why? Wisst ihr warum? I had faith. Ich hatte Glauben. And I'm beginning to pray for new one. Und ich fange an, für ein neues zu Amen. Beten. Praise God. Preis sei Gott. Praise God. Listen. Hör zu. You are serving a great God. Ihr dient einem großen Gott. Are you hearing me? Hört ihr? And he is alive. Er lebt. He is alive. Er lebt. Amen. Amen. You don't just desire anything. You desire something that will help you to serve God. Is that right? Ihr sehnt euch nicht nach irgendwas, sondern ihr sehnt euch danach, Gott zu dienen. If you want to get something to show up, wenn ihr nur etwas haben wollt, um es zur Schau zu stellen, you are a flop. Dann seid ihr ein Flop. Because you want to take glory.
weil ihr die Herrlichkeit, die Ehre haben wollt. Aber wir wollen den Vater verherrlichen. Amen. Preis sei Gott. We walk by faith and not by sight. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Go for your dream. Verfolge deine Träume. Amen. Amen. You can live and not die. Du kannst leben und musst nicht Say sterben. Amen. You know, like foreigners. Ausländer. You know, majority of them, they have problem with documents. Die meisten haben Probleme mit den Papieren. There are people, they are ready to do anything. Und es gibt Leute, die sind bereit, alles zu tun dafür. Anything. Alles. There's one story I will not tell you. It's not good to tell you that story. Es gibt so eine Geschichte, aber die will ich euch nicht erzählen, weil die nicht gut ist. But I tell you, I have come to know that God and His Word are one. Aber ich sage euch, ich habe erkannt, dass Gott und sein Wort eins sind. I was told to do things. Mir wurde gesagt, was ich machen soll. I told the guy, und ich sagte den, if there is failure in my life, wenn in meinem Leben was Versagen ist, it's my fault, dann ist es mein Fehler, not his fault, und nicht Gottes Fehler. Amen. Amen. Don't blame God. Beschuldige nicht Gott. He is just. Er ist gerecht. If you seek God, wenn du Gott suchst, you will find him. Wirst du ihn finden. Say amen. Sag Amen. You will find God. Du wirst Gott finden. Praise God. Preis sei Gott. Walk by faith. Wandle im Glauben. When the doctor gave you up to die, hold on to God's word. Wenn der Arzt dich aufgegeben hat und du stirbst, dann halte fest an Gott. Amen. You know what faith is. Du weißt, was Glaube ist. Who can use just short word to describe faith? Wer kann ganz kurz Glauben beschreiben? That's it. Acting on what God says. Acting Vertrauen oder Zuversicht in Gott und handeln nach dem, was Gott sagt. Amen. Amen. This pilot. Diese Piloten. They fly with this instrument. It tells them no danger. It does not matter how weather looks like. They just fly. Die fliegen einfach nach diesen Anzeigen ihrer Geräte. Und wenn es keine Gefahr anzeigt, dann fliegen sie einfach. Praise God. You gotta act on the word of God. Du musst nach dem Wort Gottes handeln. Faith is an act. Glaube ist Handeln. It is acting on what God says. God says, I am healed, case closed. Glaube ist Handeln, basierend auf dem, was Gott sagt. Amen. Wenn Gott sagt, ich bin geheilt, dann ist die Sache erledigt. Acting on God's written word, regardless of how you feel, regardless of the news, regardless of what anyone is trying to say, you say, if God says I'm free, if he says I'm healed, case closed. Handeln basierend auf dem, was im Gottes Wort geschrieben steht. Wenn es sagt, du bist frei, dann bist du frei. Und wenn es sagt, du bist geheilt, dann bist du geheilt. Und die Sache ist erledigt, egal was irgendjemand anderes sagt. You know what Bible says? Wisst ihr, was die Bibel sagt? God said, for the Bible says, let all men be liars. Die Bibel sagt, God what truth. Die Bibel sagt, alle Menschen seien Lügner, aber Gott wird als wahr befunden. Let the doctors be liars. Die Ärzte sollen Lügner Let als Lügner your friends befunden be liars. Werden. Auch deine Freunde. God will not lie. Aber Gott wird nicht God lügen. And his word are one. Gott und sein Wort sind eins. When God speaks, stand on his word. Wenn Gott spricht, stell dich auf sein Wort. Amen. Amen. If you're angry, wenn du zornig bist, anger and unforgiveness is not acting on God's word. Zorn und Amen. Unvergebenheit ist nicht Handeln nach Gottes Wort. And the reason why people live in sin is because they are not acting on the word. Und der Grund, warum Menschen in Sünde leben, ist, weil sie nicht basierend auf Gottes Wort handeln. Praise God. Romans chapter 14 verse 23 say anything that is not of faith is what sin. Römer 14:23 sagt alles was nicht im Glauben getan wird ist Sünde. Unforgiveness. Unvergebenheit. Is not acting on the word. Ist nicht handeln nach dem Wort. Amen. Amen. Fear. Furcht. Is not acting on the word. Ist nicht handeln nach dem Wort.
Do you understand me? Versteht ihr I mich? Can mention things. Ich kann vieles aufzählen. You got to start acting on the word. You du will live and you will not die. Du musst nach dem Wort Gottes handeln. Du wirst leben und nicht sterben. You confess the word of God against contrary situation. Du bekennst und rufst aus das Wort Gottes angesichts der Situation, die völlig entgegengesetzt aussieht. Und das ist Glauben. You are just telling God, you know what? Du sagst Gott, weißt du was? I believe you regardless of what I was told. Ich glaube dir, egal was mir gesagt wird. I believe you more than my doctor. Ich glaube dir mehr als meinem Arzt. Do you understand me? Versteht ihr mich? I believe you more than the situation I'm in right now. Ich glaube dir mehr als den Umständen, in denen ich mich befinde. More than what the lawyers told me. Ich glaube dir mehr als das, was die Anwälte mir gesagt haben. I believe God's word. Ich glaube Gottes Wort. God forevermore. Gott sei die Amen. Ehre für immer. How can a 113-year-old man just go to sacrifice his only son at 113? He will not sacrifice it. Nah, man, he must be fit. Wie kann ein 113 Jahre alter Mann hingehen und seinen einzigen Sohn opfern? And you know what the Bible says about him? Das muss Glauben sein. Weißt du, was die Bibel über ihn sagt? The guy believed that even if I kill him, God will raise him and give him back to him. Er sagte, die Bibel sagt, er glaubte, dass selbst wenn ich ihn töte, wird Gott ihn mir zurückgeben. Okay, let us read quickly, okay? Quickly. Das lesen wir schnell. Say quickly. Right. Sag mal schnell. Hebrews chapter 11 verse 17 to 19, okay? Hebräer 11 Vers 17 bis 19. Wow. How can a hundred, I mean, you say, Father, God, don't worry, I don't need a blessing, just let us end it. In fact, no, don't try Isaac. Don't try him. What? Isaac, offer Isaac? No, don't try it. Stell dir vor, er hätte das abgelehnt. Er hätte gesagt, Isaac opfern nicht im Leben. Look at, the Bible says, by faith Abraham, when he was tried, a lot of us have been tried and failed. Hier heißt es, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde. Viele von uns, wir werden geprüft, aber dann bestehen wir die Prüfung nicht. God is asking you just little thing and you're giving him excuses. Gott bittet dich um eine kleine Sache und du weichst aus. Little time. Ein bisschen Zeit. You don't want to give God a little time. Aber du willst Gott nicht deine Zeit geben. Inside you. In dir. God tell give 1000 say me 1000 nonsense is it my church is it my building sagt Gott gib 1000 Euro und dann sagst du 1000 ist das meine Gemeinde ist das meine Aufgabe überhaupt dieses Geld zu geben ist zu viel I rebuke you stop it ich widerstehe dieser Stimme useless devil und dieser nutzlose Teufel no devil will not tell you to give. Nein, der Teufel wird dir nicht sagen, dass du geben sollst. It's not devil, it's God talking das to ist nicht der Teufel, das ist Gott, der zu dir spricht. Praise God. Preis sei Gott. So the Bible says, when Abraham was tried, he offered, in the eyes of God, Isaac was what? Offered. He offered up Isaac. And he that had received the promise offered up his what? Only begotten Son. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar. Listen, I'm going to shock you. I don't know who you are. Someone said, Pastor, okay, give me your car. Ich werde euch schocken. Jemand sagt, okay, Pastor, gib mir dein Auto. I believe you like that car. Ich glaube, du magst dieses Auto. After church, meet me. We'll go inside. I'll lay my hand on your head. Und komm zu mir nach der Gemeinde und ich werde meine Hand auf dein Haupt legen. Amen. Amen. All right. Of whom it was said that in Isaac shall your seed be called. He didn't tell God. What do you mean? Didn't you say you bless the whole world through this boy? You want me to give him? Also den einzigen Sohn, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. He said, accounting that God was
able to raise him up, even from the dead, from whence also he had received him in a figure. He said, even if I kill this boy, God will do what? Will raise him up. Indem er damit rechnete, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von wo er ihn auch im Gleichnis empfing. Did you read the Bible? Habt ihr die Bibel mit mir jetzt gelesen? Did you guys hear what Abraham said to his servant? Habt ihr gehört, was oder gesehen, was gelesen, was Abraham zu seinem Diener sagte? Two things. Zwei Dinge. That's where you know where faith is. Da wisst ihr, wo Glauben ist. The servant asked, told the servant, wait here, I'll go with the Lord to offer sacrifice, and I will come back with him to meet you. He said it. Sagte zu seinen Dienern, wartet hier, ich werde mit dem Jungen hinaufgehen, um Opfer darzubringen, und wir werden zurückkommen. And you know what else he said? Und wisst ihr, was er auch sagte? The son asked him, Father. Der Sohn fragte ihn, Vater, wir haben alles, aber wo ist das Tier zum Opfer? You know what he said? Wisst ihr, was er sagte? The Lord will provide der Herr wird es, this is wird faith es geben. Das ist die Sprache this is faith language. Des Glaubens. Give Jesus praise. I'm telling you. Jesus. Not next year, I will build a house, or next year I will marry, or next year I will buy a car. And the women are saying, oh boy, we are patching. Things are very hard. Things are hard and you want to build what? Nicht, dass du sagst, nächstes Jahr werde ich ein Haus bauen, nächstes Jahr werde ich ein Auto kaufen. Mm-hmm. Und dann, wenn dich jemand anspricht darauf, sagst du, wir flickschustern so, es ist einfach so hart. Things are not good. Es ist, läuft nicht gut. Say it is well. Sag, es läuft gut. Say, I am blessed. Sag, ich bin gesegnet. Say, I am blessed. Sag, ich bin gesegnet. Say, like you believe it. Say, I am blessed. Sag es so, als würdest du es auch wirklich glauben. Ich bin gesegnet. Say, I am making progress. Sag, ich gehe voran. Say, I am bigger inside than I am outside. Sag, ich bin innerlich größer, als ich äußerlich erscheine. Say, greater one lives in me. Sag, der Größere lebt in mir. Say, I am more than a conqueror. Sag, ich bin mehr als ein Überwinder. Say, I am not trying to conquer. Sag, ich versuche nicht zu überwinden. Say, I have passed conquering. Sag, ich habe schon überwunden. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. See, if you want to prosper, have a place in the world where your faith is based on. Wenn du Erfolg haben willst, dann nimm dir ein Wort im Wort Gottes, auf das du dich stellst mit deinem Glauben. Just like some Nigerians, you know, it looks like everybody's what do you call trauma again? Come on. Mourning. Mourning you. You know, discourage and mourning, you understand? So wie die Leute aus Nigeria, es scheint so, als würden alle trauern. Those people that are doing that, you don't believe God's word. Die das tun, ihr glaubt Gottes Wort nicht. We need to be one. Wir müssen eins sein. Amen. Amen. How can the wicked win against the just? Is Wie it possible? Kann Who's das thought? Böse oder der Böse gegen den it's Gerechten just... gewinnen? Das, Amen. No, it's not possible. Das geht nicht. Darkness flees when light shows up. Die Finsternis flieht, wenn das Licht kommt. Evil will not sit on the throne of Nigeria. Impossible. Das Böse wird nicht auf dem Thron sitzen in Nigeria. Das ist unmöglich. Say amen. Sag Amen. Say amen. Sag Amen. And we'll begin to plan it that nations in Germany. Evil will no longer sit on the throne of this nation. Say amen. Und auch in Deutschland wird das Böse nicht auf dem Thron sitzen. And I plead with Christians to begin to participate, not talking,
participate. Und ich bitte die Christen, dass sie teilnehmen und nicht nur reden. Amen. Praise God. Preis sei Gott. Praise God. In fact, today's message is touching every right. So die heutige Botschaft geht in jede Richtung. So finally. Letztendlich. The scripture says. Die Bibel sagt. That Jesus. Dass Jesus took our infirmities unsere Schwachheiten nahm and with, by his stripes und durch seine Striemen we were healed. Ist uns Heilung geworden. Do you believe that? Glaubt ihr das? Then if you believe that, if you are sick in your body, you do something now. Denn wenn ihr das glaubt und ihr seid krank in eurem Körper, dann tut jetzt etwas. This is the moment. If you are at home, jetzt ist der Augenblick, wenn ihr zu Hause seid. If you have pain anywhere, und ihr habt irgendwo Schmerzen, put your hand there, dann legt eure Hand dorthin. In the name of Jesus, I'm healed by the stripes of Jesus. Pain, I rebuke you out. Und sagt, in Jesu Namen bin ich geheilt. Schmerz, ich widerstehe dir, verschwinde. In the name of Jesus. In Jesu Namen. I saw someone, you have a pain in your abdominal pain. It's very painful. Sah jemanden, du hast Bauchschmerzen oder Unterleibsschmerzen. Put your hand there. Say, in the name of Jesus, I receive my healing. Leg deine Hand dorthin und sag, in Jesu Namen empfange ich meine Heilung. I rebuke you, pain, go! Ich widerstehe dir, Schmerz, verschwinde. In Jesus name. In Jesu Namen. If it's cancer, wenn es Krebs ist, tell cancer, sag dem Krebs, you have no power over me. Du hast keine Macht über mich. Everyone stand up, please. Steht bitte alle auf. Say, you have no power over me. Sag Krebs, du hast keine Macht if über mich. Diabetes, wenn es Diabetes ist, whatever that sickness is, oder egal was es für eine Krankheit ist, refuse to acknowledge it. Weigere dich, das anzunehmen. Say, I command you to leave now. Sag, ich befehle dir, dass du jetzt verschwindest. Leave my body. Verlasse meinen Körper. In Jesus name. In Jesu Namen. Act healed. Handle geheilt. Act healed. Handle geheilt. Think healed. Denke talk, so, talk als healed. Seist du geheilt und sprich so. In the name of Jesus. In Jesu Namen. You cannot be stopped. Du bist nicht aufzuhalten. In the name of Jesus. In Jesu Namen. I release the healing power of God upon everyone here. Ich setze die heilende Kraft Gottes frei über jeden hier. Right now. Jetzt. I take authority and dominion. Ich nehme Autorität und Herrschaft over devil of infirmities. Über die Dämonen der Schwachheit. Whenever you are praying, in which form or manner you are praying, the people's body. Egal in welcher Art und Weise sie wirken in den Leibern der Menschen. I command your grip on them to be broken down in Jesus' name. Ich befehle, dass ihr Griff über den Menschen jetzt gebrochen ist in Jesu Namen. I release healing in the name of Jesus. Ich setze Heilung frei in Jesu Namen. From the crown of your head to the soles of your feet, be healed. Vom Scheitel bis zur Sohle sei geheilt. Right now. Jetzt. Right now. Jetzt. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Receive your healing. Empfange deine Heilung. In the name of Jesus. In Jesu Namen. In the name of Jesus. In Jesu Namen. In the name of Jesus. In Jesu Namen. I rebuke high blood pressure. I command it go. Ich widerstehe zu hohem Blutdruck. Sie so horabaya. Rigo somba katora. Rika tuzo bohontre. Selah. Brigondro soma harikuda bresto. Masandoko. Pain is leaving you. Der Schmerz verlässt dich. Anything you could not do, begin to do them. Wenn es etwas gibt, was du vorher nicht tun konntest, dann fang jetzt an, das zu tun. I mean, do it. Show the pain is leaving in the name of Jesus. Begin to do what you could not do. Schmerzen verlassen dich in Jesu Namen. I tell you, do fang what an, you could. Das zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Trust God's word. Vertraue Gottes Wort. You have been healed by the stripes of Jesus Christ. Du wurdest geheilt durch die Wunden Jesu. And God's word cannot fail. Und Gottes Wort kann nicht versagen. Refuse to accept any negative information. Weigere dich, jegliche negative Information anzunehmen. In Jesus name. In Jesu Namen. Faith is a key. Glaube ist der Schlüssel. Faith is acting on the word.
Glaube ist, nach dem Wort zu handeln. That is faith, simply defined, acting on the word. Das ist eine einfache Definition für Glauben, nach dem Wort zu handeln. If you say I'm healed, don't repeat I'm sick. Wenn du sagst, ich bin geheilt, dann sag nicht, ich bin krank. Say, I'm healed. Sag, ich bin geheilt. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Talk to your nerves. Sprich zu deinen Nerven. Talk to your tendons, ligaments. Sprich zu deinen Sehnen und Bändern. Every weakness in the body, go, go. Jede Schwachheit in deinem Körper verschwinde. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Spine be healed. Wirbelsäule sei geheilt. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Right now. Jetzt. Right now. Jetzt. In the name of Jesus. In Jesu Namen. You know, you have allowed that enough. No more. No more fights. Du hast dieser Sache genug Raum gegeben. Jetzt lass es nicht länger zu. In Jesus' name. In Jesu Namen. Faith will make you to fight. Glaube wird machen, dass du kämpfst. In Jesus' name. You fight every contradictory statement or du kämpfst reports. Gegen jedes dem Wort Gottes entgegengesetzte Wort. You are healed. Du bist geheilt. God cannot lie. Gott kann nicht lügen. We are healed. Wir sind geheilt. In Jesus' name. In Jesu Namen. The pain is a mirage. Tell it, you can't stay anymore. You are no longer welcome. Dieser Schmerz ist eine Fata Morgana. Sag ihm, er ist nicht länger willkommen. In the name of Jesus. In Jesu Namen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. And if you believe you are healed, begin to thank the Lord. Und wenn du glaubst, dass du geheilt bist, dann fang an, dem Herrn Danke begin to zu sagen. Him. Begin to thank him. Fang an, ihm Danke begin zu sagen. To thank him in the name of Jesus. Fang an, ihm Danke zu sagen in Jesu Namen. Oh, Barakuso Kombra Herakadostere. Ningo boza zahira kuta, Santa koborukos. Yes, yes. God said, "I'm healed. I am healed in the name of Jesus." Gott sagt, ich bin geheilt. Ich bin geheilt in Jesu Namen. Truth pain be gone in Jesus' name. Halsschmerzen verschwindet in Jesu Namen. Receive healing right now. Empfangt jetzt Heilung. In the name of Jesus. In Jesu Namen. La casombro cotombra geridosta. Listen, there's someone here. Hör zu. I don't know if it's here. Let me know limit. Maybe here or online, okay? Right. Hör zu, es ist jemand hier oder online. You hardly sit down because of a boil. Du kannst dich kaum setzen, weil du ein Geschwür hast. I declare that boil dead. Und ich rufe aus über dieses Geschwür, dass es tot ist. Jesus name. In Jesu Namen. Case closed. Die Sache ist erledigt. Give Jesus a praise. Preist Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Ehre sei Gott. We serve a great God, amen. Wir dienen einem großen Gott, amen. We should be proud of him. Wir sollten stolz auf ihn sein. He is God Almighty. Er ist Gott, der Allmächtige. Do you see that he wants us to be happy? Seht ihr, dass er will, dass wir glücklich sind? Someone is asking questions, but why would God send the prophet to tell the man to die? I need to answer your question right now, okay? Praise Jemand God. Stellt diese Frage, warum hat Gott dann überhaupt den Propheten gesandt? Er sagte dem König, dass er sterben soll. Because the man was talking sickness. Weil der Mann von Krankheit geredet hat. If you read Isaiah 58, he will tell you more. In Jesaja 38 kannst du mehr davon lesen. He said, oh no, he will die. He will not live again. He will not see God in the land of God. So, okay, go and tell him he will die. Er sagte, okay. Oh, ich werde sterben, ich bin krank. Und dann sagte Gott, okay, geh hin zu ihm und sag, er wird sterben. So those things you used to say will come. So stop saying negative. Diese Dinge, die du aussprichst, kommen über dich. Also hör auf, Negatives über dich auszusprechen. Amen. And when he was confronted, he changed the way he was talking. Und als er damit konfrontiert wurde, hat er verändert, wie er gesprochen hat. Praise God. Preis sei Gott. The Lord loves you. Der Herr liebt euch. Amen. Amen. Give him praise. Preist ihn. Give him praise. Preist ihn. You glorify your name. You glorify your name. You glorify your name.